Ahoi Stuntmen and Stuntwomen und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play BeamNG Drive. Jawohl, vielleicht habt ihr das angespielt gesehen in, ja, keine weiteren Kommentare dazu, indem wir ordentlich abgelost haben. Oder vielleicht habt ihr auch meinen kleinen Heisenberg Escape Movie gesehen, beziehungsweise The Escape of Heisenberg. Kein weiteren Kommentar dazu. Heute dachte ich mir, gucken wir uns mal ein paar von den herunterladbaren Stages an, also der von der Community gemoddeten Maps, die es so gibt. Ich habe da schon so ein paar Mal runtergeladen und eine ist, glaube ich, für den Einstieg ganz interessant, sich mal anzuschauen. Und zwar ist es die Car Jump Arena. Ja, wir werden verrückte Sprünge mit unserem Auto machen. Wir haben hier als erstes die Ramp. Das ist sowas wie, naja, man könnte fast sagen, eine Skisprungschanze für Autos. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Und es ist, ja, was da wohl passieren mag, wenn man mit einem Auto eine Skisprungschanze herunterfährt. Wir werden es erleben. Wollen wir mal, ja, langsam hier mit unserem schönen Offroader. Okay, ich lasse ihn jetzt mal einfach so rollen, ohne groß Gas zu geben. Schauen wir mal, wie weit wir denn jetzt kommen. Oh, oh, das sieht doch. Ja, es ist doch, also, oder? Na gut, ich meine, jetzt haben wir ihn verloren, aber wir sind, na, das ist ja krass, wir sind heil unten angekommen. Okay. Gut, das, ja, aber nett. Aber wir machen das nochmal ein bisschen anders, oder? Würde ich sagen. Wir geben mal Gas hier. So. Genau. Gib ihm. Was hat die Karre denn drauf? 200, jawohl. 220. 30, jawohl. Okay, ich glaube, das. Ja. War nicht ganz so gesund. Ja. Gut. Was ist denn wohl, wenn ich unten am Ende der Schanze. Mal gucken, wenn ich da versuche, den Karren ein bisschen quer zu stellen. Jawohl. Mal eine kleine Zeitlupe. Da verabschiedet sich mein Reifen. Der sieht aber ziemlich dünn aus, oder? Hä? War das der Ersatzreifen? Ah, ne. Der linke Hinterreifen. Ja. Okay, gut. Vielleicht mal ein anderes Fahrzeug. Wie wäre das? Was haben wir denn Schönes? Vielleicht mal einen, der ordentlich Speed hat. Schauen wir mal, hier so ein Sunburst. Oh. Ja, der sieht doch nach ordentlich Power aus. Gut, machen wir auch bei ihm. Erstmal ganz zaghaft. La
langsam. Wir tasten uns langsam heran, lassen ihn rollen, schauen mal, ja, 100, 150, 170, oh, 180 ist jetzt auch nicht eine saubere Landung, fantastisch. Oh. Ups, jetzt habe ich zu schnell Reset gedrückt. Na okay. Jetzt das Ganze mit Full Speed. Oh oh. Oh 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 oh. Ach du Scheiße. Ja. Eieiei. Oh, ich glaube, das geht nicht gut. Wie Sie sehen, zerteilt sich das Auto wunderprächtig in alle Einzelteile. So. Ach du Scheiße. Ja. Okay, aber der Überrollkäfig, der hat ganze Arbeit geleistet. Also die Fahrgastzelle. Boah. Boah. Ups. Naja, ist fraglich, ob man das überlebt hätte. So, jetzt probieren wir mal. Wie viel Speed kann ich draufkriegen? 290, okay. Ach du Scheiße. Wie ein Segelflugzeug. Oh. Ja. Herrlich. Oh Mann, oh Mann. Das war ein klarer Tod. Wow, was haben wir denn sonst noch, was wir da die Klippe runterjagen können? Oh, natürlich. Unser Oldsmobile. Ach, wisst ihr was? Wie wär's denn mit so einem FBI-Interceptor? Oh Gott. Das saftige Blubbern des V8. Muss mal gemächlich wieder angehen. Okay. 150. 60, 70. Mal dürfte sich. Schafft er die 80? Eine ganz saubere Landung. Wunderprächtig. Jawohl. So, ja, das kommt davon. Wollen wir mal schauen, wenn wir ihm die Sporen geben. Oh oh. Oh 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 oh. Uncontrollable. Ja, rückwärts das Ganze vielleicht. Nee. Komm, bleib in der Spur, bleib in der Spur. Oh. Na gut, ich glaube, ich sollte mir die Rücksetztaste mal woanders hin. Woanders hinlegen. Okay.
Das war. Ja, gut, das wäre die erste Stage. Wir haben ja noch ein paar. Schauen wir uns nochmal die anderen an. So, the free roam, car jump. Rollover Contest. Ja, dann lassen wir die Karren mal ein bisschen rollen, würde ich sagen, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist da so eine kleine Flip-Over-Schanze. Also so eine. Ja, wie so eine Sprungschanze, wo. Genau, wo man nur mit zwei Rädern drauf fährt, quasi. Um den Wagen zu kippen. So in etwa. Gut, das. Ja. Das passierte, wenn ich nur gerade drauf zu halt. Ja, da macht er nur einen Hüpfer wahrscheinlich. Na doch. Bisschen hat er verzogen. Von sich aus. Ist ja sehr nett. Ah, der war zu langsam, oder? Wir wollen es krachen sehen, nicht wahr? Wir nehmen mal wieder hier unseren Sunburst. Vielleicht mal einen anderen. Was haben wir denn hier noch? Gymkhana, okay. Da kriege ich wahrscheinlich überhaupt die Spur nicht gerade hin. Wie bitte? Das war. Nee. Ach, ich habe den nicht zurückgesetzt, den anderen. Ja, okay, das war doof. Deswegen gehen wir nochmal schnell zurück. Oh. Hätte ich auch mal machen können, oder? Marcel, wieder nicht bei der Sache. Wir haben doch keine Zeit für solche Spökskes hier. Mein Gott. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Zerstörung. Zerstörung zerstört meinen Kopf. Oder so ähnlich. Könnte man meinen. Ja, nee, du hast schon Feierabend hier. Jetzt kommt Gymkhana. Jetzt tue ich mal so, als wäre ich Ken Block. Ken Block, der würde mich auslachen. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja. Zackerle. Okay. Och, der war doch gar nicht so. Wie kriegen wir den auf die andere Seite gelegt? Jawohl. Ist schon Späßgen, oder? Und ein komplett straight. Und was das gibt. Ah ja, ja, das ist. Ein schöner Flip gewesen. Haben wir noch irgendwie Autos? Vielleicht hier nochmal bei dem Gavril gucken. Ah, genau. Meine Sahara-Edition. Mal schauen, ob der hat ein bisschen mehr Power. Colt für alle Fälle quasi. Oh, der verzieht aber auch. Ui, ja. Oh, stabiles Gefährt. Ich würde ihn gerne mal komplett auf dem Dach landen. Nochmal. Ja, komm. Schade. So. Was haben wir denn noch? Wen können wir hier mal. Was ist das hier für ein. Ja. TT Sport, das klingt doch gut.
Oh, der Truck sieht in Rot auch nicht schlecht aus. Platt wie eine Flunder, würde ich sagen. Aber der ist sehr spurtreu. Jawohl. Ja. Bam. Aber diesmal nicht ganz so platt. Da 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 da. It's time for impact. Was wir hier für Blechschäden veranstalten, das ist ja nicht, normal. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Was haben wir denn noch? Tower Diving. Ja, jetzt geht's also zum Turmspringen mit dem Auto. Gut, das kann man machen. Muss man aber nicht zwingend, oder? Ich weiß nicht. Würdet ihr das machen? Okay. Natürlich. Mhm. Oh, okay. Ah. Ja, nicht schlecht. Also das Wasser wird quasi auch als harte Oberfläche, wie es ja auch in Real Life wäre. Aber ich glaube, da brauchen wir auch was Schnelleres. Was ist eigentlich mit dem hier, mit dem Barstow? Den hat man noch gar nicht. V8 Final Edition. Road Sport. Irgendeinen mit Mega. Oh. Venom. Yeah. Der ist genau der Richtige. Oh, 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 oh. Okay. Nee, um die Kurve rum, das probiere ich lieber gar nicht, weil, ja, ihr wisst, was passiert. Alter. Der kriegt ja gar keinen Grip. Aber er kriegt ordentlich einen mit, mein Gott. Der hat ja... Hier, seht ihr das? Uh-oh. Der tut weh. Ja, ich... also... Naja, ich... Aua, es ist... Okay. Wenn das Auto männlich war, dann hat es ihm jetzt die Eier zerrissen. Entschuldigt, aber... Ist doch so. Gut, wir nehmen mal einen anderen. Och, ich habe eine Idee. Auch... Ach, wie wär's denn mit unserem Benz? Den hatten wir heute auch noch gar nicht im Einsatz. So ein schöner... Eine schöne E-Klasse. Können wir doch auch mal da ein bisschen, wa? Das wäre doch mal gut. Sehr stabil im Flug. Das geht aber noch besser. Ja. Puh. Na gut, einen noch. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch eine Stage vor. Oh. Oh-oh. Ah, schade. Ich dachte, wir kriegen noch die Kante mit. Aber nö,
Das wollte er nicht. Na gut, weiter im Text. Holla die Waldfee. Dip. High Striker. Richtig. Beim High Striker geht es, glaube ich, runter. Und dann steil nach oben. Und da geht es dann darum, welches Auto die höchste Höhe erreicht. Was redet er? Ihr werdet es jetzt sehen. So. Wir nähern uns dem Schanzentisch. Und dann geht das los. Und hier geht's hoch. Okay. Und natürlich auch wieder runter. Ja, habt ihr jetzt drauf geachtet, wie hoch wir gekommen sind? Also ich nicht. Nimm nochmal wieder ein anderes Auto. Wie wäre es denn mit Heisenbergs Wohnmobil? Das. Ja, ich glaube, zum Fahren machen wir das erstmal so und wechseln dann, wenn wir oben sind, die Kamera. Ich denke, das wäre der beste Trick. Ach du Scheiße. Bleib gerade, Wohnmobil. Verdammt. Nein. Was macht denn der? Da will ich gerade bleiben. Oh fuck. Okay. Das war nicht sonderlich hoch. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal von hier an, oder? Okay. Ja, da geht es ein wenig, bergab für unser Wohnmobil. Und es wird ordentlich zerschmettert. Die Plattform trennt sich vom Aufbau. Nennt man das dann Scheidung? Ich meine, ja. Gut. Okay. Nehmen wir ein anderes Fahrzeug. Was hätten wir denn da noch? Ach, hier. Die Polizei. Wie wär's mit der Polizei? Die dürfen auch mal ein bisschen hier crashen. Yeah. So, auf geht's, Herr Polizei. Ja, der war doch schmerzhaft. Der war schmerzhaft. Dann da. Okay. La Polizia is no more. Ich würde sagen, wir haben der Polizeiwagen ein bisschen kaputt gemacht. Komm jetzt nochmal. Gib alles, du schaffst es. In der Senke, da zerlegt es ihn komplett. Ich glaube, da zerreißt es das ganze Fahrwerk. Ich meine, gut, ich möchte nicht wissen, was für G-Kräfte da herrschen. Wenn es dann in diese Senke hineingeht, ist der Pokémon. Ja, das, Entschuldigung. Wenn es in diese Senke dann hineingeht,
Okay, ich würde sagen, soweit erstmal so gut. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Die nächsten Stages gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Zerstörung, die totale Vernichtung der PKW. Was? Ja, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch ihr wieder dabei seid. Und selbstverständlich dürft ihr immer gerne Kommentare liken, disliken, ganz wie es euch beliebt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal, euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute!